Ja, ich weiß, es gibt hunderte angeblicher Geheimwaffen für die Gewinnung von Kunden. Doch in Wahrheit sind die meisten entweder ziemlich kompliziert umzusetzen oder ziemlich teuer. Also, warum zur Hölle sollte die Geheimwaffe, von der ich dir gleich erzähle, irgendwie anders sein? Die kurze Antwort? Weil sie sich danach orientiert, wie und worauf Menschen ihre Aufmerksamkeit richten. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir ohne die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden nichts verkaufen können. Aufmerksamkeit ist das Erste, was wir brauchen, aber es ist gleichzeitig auch das Schwierigste zu bekommen. Und Seth Godin hat dazu mal gesagt, Aufmerksamkeit ist zum knappsten Gut unserer Zeit geworden. Doch dank unserer Geheimwaffe wird es zumindest um einiges leichter. Und was genau die Geheimwaffe ist und wie du mit ihr mehr Kunden gewinnst, das verrate ich dir natürlich in diesem Video. Hallo, ich bin Mike Lekis von Passion Profit. Willkommen auf unserem Kanal, wo wir Dienstleistern und Beratern im B2B zeigen, wie sie mehr Umsatz mit weniger Aufwand generieren können. Hier ist der Punkt. Wenn du potenziellen Kunden erzählst, wie gut dein Angebot ist, hören sie üblicherweise schlicht weg. Und zwar in Nanosekunden. Ich habe ein super Verkaufstraining, was du einfach machen musst. Und weg. Unsere IT-Services sind zu 100% kundenorientiert. Und weg. Bei unserer Prozessorientierung zählt nur Qualität. Und tschüss. Und was soll ich sagen? Dennoch ist genau das der übliche Weg, wie die meisten Menschen versuchen, Kunden zu überzeugen. Sie reden über die angeblichen Vorteile ihres Angebots, doch die absolute Mehrheit der Kunden ist in dem jeweiligen Augenblick überhaupt nicht bereit, über einen Kauf auch nur nachzudenken. Tatsächlich sind es nur 1-3%, die zu einem x-beliebigen Zeitpunkt jeweils kaufbereit sind. Die anderen 97% sind es nicht. Und das heißt, wenn du über dein Angebot redest, hören 97% deiner Zielkunden überhaupt nicht zu. Doch hier ist das Entscheidende. Auch diese Menschen, auch diese 97% haben Probleme, die sie stören oder Wünsche, die in Erfüllung gehen wollen. Also, was kannst du tun? Ganz einfach, stelle in den Mittelpunkt, was für diese Menschen, also für deine potenziellen Kunden, wichtig ist. Also das Problem, das sie stört oder den Wunsch, den sie haben. Ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, jemand ist, sagen wir, Personal Trainer und hilft Menschen über 40 dabei, diese hartnäckigen 5 bis 10 Kilo loszuwerden, die sich während der Pandemie angesammelt haben. Und um das zu tun, hat er eine ganz bestimmte Methode entwickelt, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt. Und diese Methode führt dann auch dazu, dass Menschen dieses Programm, das aus Sport und gesunder Ernährung besteht, auch tatsächlich durchhalten. Doch was passiert, wenn er jetzt potenziellen Kunden detailliert von seinen besonderen Methoden erzählt? Die Mehrheit, und zwar 97%, hören einfach weg. Aber was passiert, wenn er Folgendes sagen würde? Ich helfe Menschen über 40, die gern ihren Bauchspeck loswerden wollen, aber keine Lust haben, dafür zu hungern oder sich stundenlang im Fitnessstudio quälen zu müssen. Was denkst du? Wie ist es dann? Sehr wahrscheinlich werden eine ganze Menge Menschen aufhorchen und sagen: Erzähl mir mehr darüber. Ganz einfach, weil die Botschaft etwas mit ihnen zu tun hat. Ich weiß ziemlich genau, ich würde sagen, lass uns mal sprechen. Denn die Botschaft spricht über genau das Problem, das ich mit meinem Bauchspeck habe. Die Botschaft spiegelt einfach meine Situation wider. Ich kann mich in dem Problem der paar Kilos zu viel wiederfinden. Und in dem Angebot, das Methoden oder die Vorgehensweise beschreibt, ist das eben nicht der Fall. Und wenn dann potenzielle Kunden sagen: Erzähl mir bitte mehr darüber, kannst du jetzt ein echtes Gespräch starten, bei dem die Kunden dann auch zuhören. Okay, mag sein, dass mein Beispiel sehr einfach ist und es vielleicht auch nicht unbedingt zu deiner Branche und zu deinen Kunden passt, aber ich denke, du kannst es relativ leicht gedanklich auf dein Business übertragen. Denn alles, was du tun musst, ist es, das Problem oder den Wunsch deiner Kunden in den Vordergrund zu rücken, über die Situation deiner Kunden zu sprechen. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Kunden gewinnst, die vielleicht ihren Bedarf noch gar nicht erkennen, nun, dann klick einfach auf dieses Video, das jetzt hier neben mir eingeblendet ist. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp gefallen und bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Und wenn du magst, sehen wir uns im nächsten Video wieder.